Jan Böhmermann ist Musiker, Autor und Moderator des ZDF-Comedy-Formats Neo Magazin Royal. Als Satiriker hat er ein Faible für Österreich und kommentiert immer wieder die heimische Politik. Am vergangenen Wochenende hat der zweifache Romy-Preisträger im Grazer Künstlerhaus seine Ausstellung mit dem Titel Deutschland, Anschluss Österreich eröffnet. Mit seinen satirischen Gedankenspielen, so Böhmermann, wolle er den hiesigen Schmäh auf die Probe stellen. So findet sich in der Ausstellung unter anderem ein virtueller Nazi-History-Themenpark. Außerdem zu sehen, der heimische Vizekanzler, maskiert und in bundesdeutscher Tarnuniform bei mutmaßlichen Wehrsportübungen im Wald, und die wetterfeste Wanderkleidung von Sebastian Kurz neben dem Nordic Walking Outfit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Gedreht werden durfte allerdings nicht, um, so Jan Böhmermann, allen Besuchern den gleichen unvoreingenommenen Eindruck zu ermöglichen. Das Einzige, was von der Ausstellung Deutschland, Anschluss Österreich gefilmt werden durfte, war der Eingangsbereich. Eine Art Grenzstation mit Passkontrolle, streng nach Österreichern und Ausländern getrennt. Plus einem extra Schlupfloch für Faschisten. Mein Kollege Christian Konrad hat Jan Böhmermann in Graz zum Gespräch getroffen, in dem der Satiriker zum polemischen Rundumschlag auf Österreich ausholte. Herr Böhmermann, als Thomas Bernhard geeichter Österreicher, der ja meine Landsleute als 6,5 Millionen Debile und Dopsüchtige bezeichnet hat, die immer noch und unaufhörlich nach einem starken Regisseur schreien. Inwieweit kann mich diese Ausstellung jetzt da noch erschüttern oder aufregen? Erstmal, das Rad der Zeit dreht sich ja weiter. Inzwischen sind es 8 Millionen Debile. Aber der Ruf nach autoritärer Führung ist immer noch sehr laut. Und es hallt aus den Bergen bis rüber zu uns nach Deutschland. Und in der Ausstellung hier im Künstlerhaus in Graz kann man das Echo oder den Widerhall dieses Schreis, der sich in den Internetforen und bei Facebook und auf den einschlägigen Seiten vervielfältigt, wieder eingefangen und physisch gemacht beobachten, anschauen. Die Ausstellung soll ja auch quasi in den politischen und kulturellen Status quo Österreichs abbilden. Wie sieht der denn aus? Österreich ist so ein Versuchslabor. Als Deutscher von draußen draufgeschaut, ist das so ein bisschen so als experimentieren da Leute mit Chemikalien, schütten die zusammen, die man nicht zusammenschütten sollte. Und man steht daneben und denkt so, ja, macht ihr mal, ist ja euer Land. Ja, und sie lachen, aber warum eigentlich? Sie sind noch beim ORF beschäftigt. Gibt es da noch was zu lachen? Ich höre da andere Sachen. Ist da nicht die neue Reform, dass der ORF demnächst umbenannt wird in FPÖ-TV? Oder dass sie ihre Gelder nicht mehr über Rundfunkgebühren bekommen, sondern über Steuern? Einfach um den Sender so ein bisschen näher ranzuholen an den Staat, wo er hingehört. Das weiß man ja in Österreich und überhaupt im deutschsprachigen Raum. Politik und Medien müssen immer ganz eng zusammen sein. Und je näher, desto besser. Das ist Österreich. Ein Land normalisiert, bis es sich wirklich für alle normal anfühlt. Selbst für diejenigen, die sonst eigentlich immer ganz funktionstüchtige Seismografen hatten, wenn irgendwas schief läuft. Aber es ist alles normal. Das ist das Tückische an Normalisierung. Das sieht man an Österreich, ist, dass es sich so normal anfühlt. Gar nicht wie Unrecht, sondern normal. Ein 32-jähriger Bundeskanzler ist übrigens nicht normal. Das ist nicht normal. Sage ich Ihnen als jemand, der 38 ist, ich würde auch nicht wollen, dass ein 38-jähriger Bundeskanzler ist. Ab 40, aber da muss man schon so Macron-Kaliber haben. Aber Ihren Versicherungsvertreter mit dem ganzen Haargel, haben Sie da niemanden besseren? Und dürfen Sie das eigentlich senden, wenn ich das sage, dass ich das wahnsinnig unseriös finde für ein Land, das einigermaßen was auf sich hält, was steht zwischen Ost und West, was eine wichtige kulturelle und politische Vermittlerrolle hat, dass das geführt wird von einem 32-jährigen Versicherungsvertreter? Aber brauchen wir jetzt eigentlich einen Deutschen dazu, der uns das jetzt sagt? Ja, wir haben ja vor 80 Jahren auch einen Österreicher gebraucht, der uns gesagt hat, wo es lang geht. Das war auch ein Künstler, auch ein unseriöser Typ. Und jetzt drehen wir den Spieß mal um. Jetzt kommt mal ein Deutscher nach Österreich über die Grenze und sagt mal hier, was Sache ist. Und ich verspreche Ihnen, liebe Österreicher und Österreicher, am Ende wird kein Völkermord stehen, sondern höchstens Spaß für die ganze Familie. Das Schöne ist, man ist als Deutscher, guckt man großkotzig, man wird sowieso als hochnäsiger Piefke nicht so richtig ernst genommen. Und man muss nur durch den Schmerz durchatmen und diese Rolle für sich annehmen, dass man ohnehin nicht sonderlich gemocht wird. Und das kann man auch tun, weil man weiß, man ist schnell wieder draußen. Und wenn es ganz schief läuft, ist es halt ein kleines Land, nicht mal in der NATO. Und man ist halt in einer halben Stunde von München mit dem Panzer in Salzburg. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, machen die Österreicher sowieso bei allem mit, was wir machen.
Na klar. Sie haben einmal gesagt, dass Komiker und Quatschvögel sehr wichtig für die Gesellschaft sind. Dieser Typus, was müsste denn der jetzt im gegenwärtigen Österreich leisten oder tun? Das Schöne ist, es ist ganz einfach. Man muss die Menschen, die sich anmaßen, zu glauben, über Österreich bestimmen zu können, nur weil sie gewählt wurden, auf ein umgängliches Niveau runterholen, wieder zurück auf Augenhöhe. Und das kann der Komiker ganz toll. Das ist kein Zustand, dass der Vizekanzler eines Landes wie Österreich sagt, ich hau bei Facebook volksverhetzende Scheiße raus oder gehe Journalisten an und hinterher ist das alles Satire. Politiker machen keine Satire. Quatschvögel machen Quatsch. Politiker machen Politik. Und wenn Politiker Quatsch macht und hinterher sagt, das war ein Witz, da würde ich ganz, ganz spitze Ohren bekommen und ganz doll aufpassen. Sie haben einmal gesagt, Sie machen Komödie ohne Machtanspruch. Das ist ja immer so. Was wäre denn Komödie mit Machtanspruch? Das ist eine Suggestivfrage, das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank für diese Steilvorlage. Komödie mit Machtanspruch ist autoritäre Politik. Das ist der Wahnsinn in Politik. Sagen können, was man möchte und sich entscheiden können, macht man das jetzt, um die politische Agenda oder Ideologie durchzusetzen oder als Witz. Im Zweifel erstmal Ersteres und wenn sich jemand beschwert, sagt man, es war ein Scherz. Identitätspolitik ist ja auch, steht sehr hoch im Kurs im Moment. Ja, in Österreich, wie viel Wir braucht eine Gesellschaft? Ja, Identitätspolitik ist, ich glaube, dass in 30 Jahren werden sie alle sagen, eine der großen überhitzten Fieberphasen der Geschichte. Was ist denn Identitätspolitik? Was ist denn das? Außer eine verklausulierte Entschuldigung dafür, rassistisch zu sein, mit akademischem Unterbau, zu sagen, es gibt Identitäten und die sind was wert. Was ist denn überhaupt die österreichische Identität? Gibt es das überhaupt? Ich würde mal in Frage stellen, ob es das überhaupt gibt, ob das überhaupt mit Ländergrenzen aufhört, ob nicht Identitäten eher was sehr Regionales sind. Und ob man, wenn man nach Identität fragt und das überhaupt irgendein Wort ist, mit dem man irgendwas ernsthaft anfangen möchte, was ich nicht tue, dass man das eher sehr persönlich beantwortet und das auf keinen Fall irgendwie in den Raum rausblasen darf und sagen darf, das ist jetzt irgendwas, worum sich eine ernste gesellschaftliche Debatte drehen muss. Nur weil das irgendwelche Faschos aus dem Internet, gut angezogene Neonazis auf die Agenda heben. Wird über Identität gesprochen oder was? Nee. Am 26. Mai sind Europawahlen. Für alle Leute, die die FPÖ wählen, am 27. Mai. Also am 26. Mai ist Europawahl für alle Europafreunde. Wer Europa nicht mag, der kriegt am 27. nochmal einen ganz anderen Wahlzettel, der soll dann zur Wahl gehen. Was bedeutet aber die Idee Europa für Jan Böhmermann? Die Idee Europa bedeutet, dass sich Österreich über einen deutschen Künstler aufregen können. Dass ein deutscher Künstler im österreichischen Fernsehen, solange es noch gibt, das österreichische Fernsehen, toi toi toi, sagen kann, was er möchte. Das bedeutet, dass wir uns die Tränen aus den Augen wischen, weil Notre Dame abbrennt, obwohl das keine Kirche ist, die bei uns im Land steht. Europa bedeutet, dass wir uns schweren Herzens von Engländern verabschieden, die nicht mehr mitmachen wollen, obwohl sie gar nichts mit unserem Land oder unserer Identität zu tun haben. Europa ist eine Gemeinschaft an Leuten, die viel mehr übereinander, die viel stärker miteinander verbunden sind, als sie, glaube ich, das manchmal im Alltag realisieren. Aber haben Sie nicht das Gefühl manchmal, dass das alles verpufft? Ja, das ist das Schöne an, das kann ja auch alles verpuffen. Die Frage ist nur, was bleibt, wenn der Nebel sich verzogen hat? Das ist die Verpuffung, wenn die Verpuffung war. Du kannst nicht solche Sachen machen, wenn du denkst, das muss wirken. Du machst Dinge einfach und es wirkt von alleine oder halt auch nicht. Wenn der Anspruch nicht da ist, dass du irgendwas willst, hast du schon alles erreicht. Am Ende muss ich sagen, ein schönes Schlusswort wäre, es bleibt unterm Strich nichts, als sich gegenseitig aneinander festzuhalten. Wir haben nur uns. Wir haben nur uns in Europa. Und die Hand ist immer ausgestreckt, auch wenn man Quatsch erzählt. Ihre besten Freunde sind die Slowenen, die Deutschen, die Polen. Und man muss nur aufeinander zugehen und man darf nicht denken, dass man, hören Sie auf mit dem Ausgegrenze und man nennt Menschen nicht Ratten und Ungeziefer, das macht man nicht. Und wenn Sie einen Journalisten haben wie den Armin Wolf im ORF, der sich da hinstellt, dann fragen Sie sich nicht, warum stellt er sich da hin, sondern fragen Sie sich, warum steht er als Einziger da und warum stehe ich nicht auch da? So, da müssen Sie gar nicht, Sie stehen auch nicht in der Kritik, nur weil Sie stehen. Sie stehen einfach nur. Immer schön stehen bleiben. Das ist das Wichtigste. Das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Böhmermann, für das Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
Soweit also die Ansichten des Satirikers Jan Böhmermann zu Österreich. Das Gespräch haben wir anlässlich der Ausstellungseröffnung im Grazer Künstlerhaus aufgezeichnet. Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns. Aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentlich-rechtliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben. Zu sehen ist die Ausstellung Deutschland, Anschluss Österreich noch bis 16. Juni im Künstlerhaus in Graz.